Und hier sind wir auch schon wieder in Japan. Es leben noch immer alle 10 Spieler und das wird natürlich sehr interessant noch werden, wie viele denn diese Session überleben werden von unseren Mitspielern. Also auf ein gutes Schlachten und willkommen an alle 10 Teilnehmer. Hallo. Hi. Hallo. 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 Krieg. Satake Jetzt ist begibt sich ein natürlich schon direkt nach Norden für den angekündigten Krieg. Ihr seid zu langsam. Die Shimazus sind schon dort. Habt ihr auch eine Flotte schon vorbereitet? Wozu eine Flotte brauchen? Wir sind doch alle Verbündete hier. Wir Nein, stehen schon auf der Insel. um den Seeweg bereit zu halten, um den Das tun Nachschub die zu Ando garantieren. bereits. Die Ando sind zuverlässig in dieser Hinsicht. Wir sollten unsere Flotten vereinigen. Die Ainu haben 7 Kampfschiffe, wie ich hörte. Des Weiteren gibt es noch auf dem chinesischen Festland Provinzen zu erobern und weitere 12 Feindesschiffe. Ja, Auf dem stimmt. Die chinesischen. Insel Sachalin wäre doch noch interessant für Japan, oder? Das stimmt. Wir sind nämlich auch mit ihr rennen im Krieg, so ist es. Oh, ein Rekrutenaufruf. Wir Folgen bitten die jetzt Schlacht hier für die Ehre. Wir wollten es gerade sagen, zieht mit uns in die Schlacht. Wir machen euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Und das wäre? Seht es euch an und entscheidet selbst. Der Daimyo von Nambu muss dieses Angebot leider annehmen. Es freut mich, mit euch Geschäfte zu machen. War das eine Kriegsandrohung? Nun, ich erwarte, dass meine Daimyos mit in diesen Krieg führen. Wir müssen auf die Inseln im Norden einnehmen. Deswegen mein Vorschlag, die Flotten im Norden zu vereinigen und damit unsere Armeen, sobald wir Ainu besiegt haben, nach Norden zu schicken. Ich bräuchte mehr Flottenunterstützung gegen die Festung. Meine Truppen sind schon auf dem Weg. Meine Flotte wird ebenfalls in die Hokkaido-Küste einfahren. Auch die der Shimazu. Wir decken den Nachschub und sorgen dafür, dass die Truppen im Norden versorgt werden. Ja, dann könnten wir Geld gebrauchen. Wir sind gerade knapp bei Kasse, mein Freund, wenn ihr unseren Nachschub versorgt. Nun, wir können euch nicht viel geben, aber wenigstens etwas. Das freut uns sehr. Wir werden sofort weitere Männer ausheben, um sie in den Kampf zu schicken für unseren Shogun. Hier hatte Kayama können mit Jotza können, wir haben die nördliche Insel alleine erobert. Wir werden euch natürlich, Hatikayama, in den Gewinnen beteiligen. Ich hoffe, dass dies auch für Satake gilt. Ebenfalls für Shimazu, die als erste für den Krieg bereitstanden. Und die Oda, die jetzt die Zivilbevölkerung in Schach hält. Nun, wir sind direkt bei der Belagerung und haben Pinyungkur erobert. Ich müsste Hatakeana mal da genau. Hatakemaya wird anscheinend gerade angegriffen. Hoffentlich kämpft ihr tapfer und besiegt den Feind. Selbstverständlich. Wir werden diese 10.000 Mann vernichten. Oder ihr sterbt ehrenhaft. Beides ist gleich gut. Mehr Daimyos nach Norden auf die nördlichen Inseln. Es gibt so viel Land dort zu nehmen. Für jeden von euch, der dort einen Anspruch hinsetzen kann, kann dort etwas Hier bekommen. bes wir besitzen keine Schiffe. Nun, wir müssen die Seeblockade von Minas Unkur aufheben. Wir sind aber schon Gutes, dass die Belagerung bald gewonnen ist und wir dann mit geballter Stärke nach Norden vorrücken können. Leider müssen wir verkünden, dass wir die Schlacht verloren haben. Es waren doch zu viele.
Wir hatten zu wenig Pfeile mitgenommen. Aber immer. Sagt noch einmal euren Namen, werter Herrscher King, des welcher Gemeinschaft ihr seid. Wir sind die Hatekayama. Wir kamen mit 3000 Mann, haben gegen 10.000 gekämpft und konnten 3000 vernichten. Jedoch gingen unsere Pfeile aus, weil unsere Nachschublinien nicht richtig versorgt waren im Norden. Wenn der Krieg beendet, die Nachschublinien? Wenn der Krieg beendet ist, werden Sumunur an die Ainu gehen und ihr werdet Pen und Kur bekommen. Die weiteren werden dann verteilt. Der ehrenwerte Daimyo der Shimazu starb während der Belagerung von Menas und Kur. Tragisch. Aber er starb mit Ehre. Während er einen Krieger dieser Stämme zum Kampf herausfordert. Der Shimazu? Sehr ehrenhaft, durch einen Pfeil von einer Mauer zu sterben. Nein, er hat sich ja selbst gekämpft, Shimazu, oder? Ja. Wer das nicht gesehen hat, auf der Gamescom haben Franz und ich Total War Three Kingdoms angespielt. Da kann man nämlich auch Leute fordern, auch ein sehr schönes Spiel. Daran habe ich auch sofort gedacht. Ich auch. So. Der Daimyo von Nambu muss leider den Forderungen von Shiba nachgehen. Er muss Mutsu an Shiba übergeben. Bezüglich der Landverteilung möchten wir auch an dem Teilnahmewert gerne erinnern. Das Problem ist, einige können dort oben nicht, und das ist jetzt eine Ortsinfo, einigen kann ich oben nichts geben, weil sie da nicht koren können, weil es zu weit weg ist. Oh. Neokonfuzianismus sucht Japan heim. Ja, jetzt bei euch allen die Quest, da muss jeder sich dann selber entscheiden. Okay, ich hab das Event nicht. Die kommen noch, die kommen alle. Das wandert jetzt langsam da durch. Jedes japanische Land hat insgesamt so 7 oder 8 Quests, die kommen je nach Zeitalter getriggert. Der Daimyo von Amago möchte verkünden, er hat die Festung erobert, nachdem er die gegnerische Armee besiegt hat. Aber Shimazu ist dort gestorben. Nun, wir waren die Ersten in der Schlacht und die Ersten in der Belagerung. Die Oda bitten alle Verbündeten, sich jetzt im Marsch der Oda anzuschließen und im Norden zu marschieren, wo wir gar nicht marschieren können, verdammt. Braucht Schiffe, ihr könnt aber über Schiffe rüber. Wir versuchen gerade Schiffe. Die Seeschlacht in der Hokkaido-Küste zu gewinnen und haben dies tatsächlich geschafft. Allerdings mit einigen Verlusten. Was sind Schiffe? Wir hätten es. Unsere Flotte war dabei. Wir haben keinerlei Verluste erlitten. Solltet vielleicht erst nach Bohoyori übersetzen. Also wenn wir deren besetzt kriegen, können wir die Armee einkesseln. Vernichten schlagen auf der Insel. Ja, nach Bohoyori, das sehe ich genauso. Währenddessen im Hinterland die Uchi noch immer Sachen belagern. Wir bräuchten mehr Flotten. Wir bräuchten mehr Flotten in der Sojastraße. Hat noch jemand Flotten? In der Sojastraße? Ja. Soja, hier oben, Sojastraße. Benennung. Die Flotten von Shiba kommen. Sehr gut. Das eine Schiff, das die Oda gefunden haben, kommt auch. Die Oda haben echt ein Schiff? Oder? Ja, seid ihr nicht ein. Wie geht ihr fischen, frage ich mich. Nun, das ist ja das Fischboot, das wir existieren, das wir haben, schicken wir gerade. Wir haben in Heriot, du bremst immer ein bisschen aus. Guck mal, dass du nichts im Hintergrund an hast. Ja, ich merke an. Wir kommen den Hatakayama dort gerade eben zu Hilfe. Und setzen soeben über. Wir kommen ebenfalls. Ich hoffe, ihr habt genug Pfeile mitgenommen. Natürlich.
würde vorschlagen, in den... Ja, obwohl, wir müssten die größere Armee der Yeren ausspähen. Wir wissen nicht, wo sie ist. In deren? Dann ist es gefährlich, in Ulch anzugreifen. Es wäre vielleicht von Vorteil, dass diejenigen, die sowas wie Transportschiffe haben, es ermöglichen, dass Verbündete diese Schiffe auch nutzen können. Da gibt es eine Funktion, das müsst ihr anschalten. Wir haben keine Schiffe. Wir vermelden das Flaggschiff der Oda hat die Schlacht erfolgreich in der See von Soja erfolgreich angeführt. Wartet, bevor ihr weiterzieht, lasst erst noch diese Provinz Bohori verteidigen, bis alle Truppen übergesetzt haben. Wir werden Kuru so lange erobern. Unsere Schiffe waren auch sehr erfolgreich in der Schlacht. Und in unserer Armee macht sich ein Kameradschaftsgeist sagen. Währenddessen lädt der Shogun die junge und schöne Regentin Awa Yamata zum Tee ein, die sich ja genau wie er aus diesen Kämpfen zurückhalten. Anführerin der Toki, seid ihr da? Ja. Warum kämpft ihr nicht mit in dem großen Krieg? Wir besitzen keine Schiffe. Ah. Ihr könnt unsere Schiffe nutzen. Kommt genau. Nach Norden. Wir können doch wir laden euch ein. Shimazu nutzen. Genau, wir können übersetzen. Das machen wir auch gerade. Ja, die Satake haben zwei Transportschiffe zur Verfügung gestellt und ein drittes Transportschiff wurde gerade fertiggestellt und wird allen Daimios zur Verfügung gestellt. Ansonsten, wenn ihr nicht militärisch helfen wollt, wir bräuchten immer gerne Dukate. Wir hätten nur die Frage, dass wenn der Krieg vorbei ist, dass sie uns auch wieder zurückbringen, die Schiffe. Uns freut es, dass nach dem Tod meines Vaters wir doch wieder eine Staatsehe zum Shogun einrichten konnten. Diese Frage, die der Chakrida tätigte, ist wirklich wichtig. Ich hoffe, dass ihr ihn zurücklasst, die anderen. Vielleicht sollte jeder, der eine Küstenprovinz hat, wenigstens ein Transportschiff bauen, wenn er auf die anderen nicht vertraut. Mit welchem Geld? Du hast mir zwei Steuern weggenommen. Naja, dafür habe ich aber die Augen zugehalten, während ihr euch ausgebreitet habt. Naja. Es war schon immer unser Gebiet. Ja, außerdem habt ihr den besten Tee, ne, als Oda. Also unseres Reiches. Und ihr habt tolle, wirklich schöne Farben. Der Daimyo aus Satake schlägt vor, dass wir unsere Armee nicht so aufteilen, wie es gerade der Fall ist. Wir sollten zusammenbleiben und die Schlacht suchen, tapfer. Nun, der Feind flieht vor uns, wie sollen wir die Schlacht suchen? Wir hätten die Möglichkeit gehabt, ihn anzugreifen. Allerdings ist Hatakeyama direkt nach Sachalin übergesetzt, um die Ehre der Eroberung für sich zu beanspruchen. Natürlich. Wir müssen unsere gefallenen Brüder dort wieder rächen. Haben gehofft, dass wir dort eine zweite Schlacht finden. Tage, aber die Feiglinge verstecken euch nach Kalar. Ich denke auch, dass in Kalar es zur Schlacht kommen könnte und spätestens dann in Myogasan. Ich bitte alle restlichen Daimios nach Kalar zu kommen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns auf jeden Fall nicht nach Myogasan begeben, da dort eine Bergfestung steht, die uns in den Rücken fallen könnte. Die glorreichen Frauentruppen der Oda setzen gerade im Hinterland an. Die Moral scheint recht niedrig. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt nicht verstehe. Manchen kann ich es nicht zuteilen, aber hier zum Beispiel unseren Hatakeyama kann ich oben sogar Bobori geben, was andere von euch nicht mehr die Nordprovinzen nehmen können. Weil Hatakeyama in der Huro-Küste eine Provinz hat. Also wir haben dann Zugang dazu. In welcher Provinz haben wir eine? Da, weiß ihr, wo die Itos Token ja, nördlich stimmt. Davon ist, hat ja, man von dort aus hätte die Reichweite. Ah, okay.
an Satake-Provinzen bekommen oder ist dies auch nicht möglich? Müsste fast gehen eigentlich. Ich bin zu weit weg. Währenddessen, wie ihr wie Frauen redet, haben wir eine starke Seeschlacht am Führen. Sehen einfach nur, wie unsere Verbündete mit ihrer Flotte für sich heimlich verstecken. Nun, ihr hättet vorher etwas sagen sollen. Wir kommen natürlich gerne. Wir scheuen keine Seeschlacht. Leider seid ihr zu spät mit eurem Bericht. Nächstes Mal bitte früher. Wir wollen unbedingt mitkämpfen. Wir wollten unseren Sieg allein haben. Den glorreichen Sieg. Die Toki. Beschwert euch nicht, wenn euch keiner folgt. Soldaten können leider nicht auf diese Transportschiffe. Ihr müsst die Armeen aufteilen. In einzelne Stückchen. Genau. Es stehen nur jeweils zwei Transportschiffe von zwei unterschiedlichen Nationen. Wollt ihr behaupten, dass diese Bürokratie, die der Shogun uns auferlegt hat, zu viel ist? Satake hat drei Transportschiffe, ist gleich auf wieder mit diesen in der Sojastraße. Wortgefechten und bekriegt euch wie echte Männer mit dem Schwert. Nun, ich erleite die Schlacht von hinten, wie es von Zu schon mal sagte. Kämpft Ando nicht mit in den Schlachten? Ando ist auch eine KI. Ja. So, jetzt müsste es möglich sein, für Toki überzusetzen. Ja, wir sind dabei. Sehr schön. Der Gegner marschiert. Ins Hinterland. Nein, er kommt. Er geht nach Kuru. Shiba, ihr kämpft auch mit, oder? Ja. Euch wird Minatas an Kur gegeben. Ihr könnt dies nehmen nach dem Krieg. Die Armeen des Feindes versammeln sich in Biria und marschieren nach Mio-Gazan. Wo wahrscheinlich jetzt gleich eine Schlacht stattfinden wird. Ist Nanbu einer von uns? Ja, das bin ich. Nanbu, ihr werdet auch einen Teil erhalten. Dann sollten alle Armeen schnellstmöglich nach Mio-Gazan kommen. War nicht gerade sinnvoll, diese Festung zu belagern, während die feindliche Armee noch nicht besiegt ist. Jetzt müssen wir große Verluste hinnehmen. Wir hätten euch auch zurückziehen können und ihnen anders angreifen können. Nur Feiglinge ziehen sich zurück. Unsere Armeen waren noch nicht versammelt. Ich kann nur für euch hoffen, dass es nicht übel ausgeht. Ja, wir hoffen, dass Oda schnell ankommt. Genauso wie Amago und Ando. Wir sind auf dem Weg, mein Herr. Unsere Armeen sind aber erst noch beim, wie sagen wir, formieren. Nun, jetzt am 24. April 1450 hat die Schlacht begonnen. Am 6. Mai werden die Oder kommen, wie die Späten frei. Oh, das war ein guter Spruch. Wie die was? Wie die Späten frei aussehen. Oh, wir verlieren viele Männer. Viele Männer sterben tapfer. Die Truppen der Oder kommen, wir retten euch. Und ein paar Magos sind dabei. Die Oder, ja, Margo haben so noch die bessere jetzt, General und die bessere Moral als ihr. Ja, die Oder drehen die Schlacht. Ja, unser General führt an. Wir haben einen Geländenachteil und haben viele Männer verloren, kämpfen tapfer weiter, werden diese Schlacht auch gewinnen. Zur Ehre unseres Shoguns. Die Oder sind tapfere Krieger. Unsere intelligente General leider hat zu diesen spät. Kampf gewonnen. Nun, wir verfolgen sie nach Biria und hoffen, dass es kein Blödsinn ist. Dass es kein Blödsinn ist. Folgt mir, wer mir folgen möchte. Nun, es mag zwar sein, dass unser Lord Norishika Isiki ein recht guter General ist, aber seine Persönlichkeit ist nicht gerade die beste. Ein gieriger, naiver Enthusiast. Selbst in Ando wird da oben was gegeben. Obwohl sie nur einen Mann gestellt haben. Das Problem ist, dass wir nicht jedem es geben können wegen eurer Reichweite. Wir werden euch aber andersweitig belohnen. Dann könnt ihr unsere Rebellen vernichten, wenn ihr es wollt. Das werden wir für euch tun. Und die Ando kriegen etwa zwei Provinzen für ihre Anwesenheit. Nein, wir werden es verteilen. Wir sehen, was nehmbar ist. Wir sehen gerade, dass ihr sehr weit nach oben fordern könnt. Die Insel können wir noch nicht nehmen. Ando sind eh eine KI, deswegen kriegen die gar nichts. Boah. Die Amago haben einen General, der relativ schnell unterwegs ist. Man hat einen sehr pfiffigen und klug General. Ja, er weiß, wie sich durch dieses schwierige Land bewegt. Kennt die Taktik. Seid ihr sicher, dass wir die Seite verfolgen sollen?
Aber natürlich, ihre Armeen sind geschlagen, immer alles unten. Und dann folgen wir euch. Ihr folgt ihr uns? Ja, merkwürdig. Ich würde vorschlagen, Heilambo besetzen wir. Da haben wir einen schönen Fluss, wo wir verteidigen können, sollte der Feind kommen. Und Itoi helfen uns ebenfalls, oder auch nicht. Werte Itoi helfen uns. Ja, sehr schön. Wir belagern jetzt einmal Heilambo und von dort aus marschieren weiter, wohin uns das Auge auch reicht. Wir belagern Udi und werden uns dann euch anschließen. Satake kämpft tapfer bei euch. Die Armee der Jäger versammelt sich wieder in Urkan. Vielleicht könnten wir sie dort stellen, wenn wir jetzt marschieren. Vielleicht könnten weitere Truppen aus Myo-Gazan abgezogen werden. Es reichen 3000 Mann mit einem guten General zur Belagerung aus. Leider nicht, dafür kommen die Toki-Truppen zu spät an. Die Shiba würden dafür ausreichen. Ja, die Shiba haben aber keinen guten Belagerungsgeneral. Also deswegen bleiben wir Hatekayama dort. Die Shiba, entschuldigt. Die Shiba sollten dort bleiben. Oh, ja. Wer euch immer jetzt... Jorgur, wo ist Jorgur? Wir sehen, wir kennen es leider nicht. Verdammt. Aber sie könnten danach bald nach Udi kommen. Deswegen kommt nach Udi. Wir werden kommen, wenn wir Myo-Gazan belagert haben. Wir verfolgen es in Urhan, vielleicht können wir sie dort stellen. Wir können sie dort stellen. Dann stellen wir sie. Dann werden wir euch auch zu Hilfe kommen. Satake steht treu hinter euch. Folgt mir, meine treuen Bündnispartner. Für den Shogun! Für Japan! Satake möchte anmerken, dass es anscheinend derzeit den größten Teilnahmewert bei diesem Krieg geleistet hat. Allerdings ist das natürlich in ständigem Wechsel mit den anderen großartigen Verbündeten. Wir stellen gerade der Und dem Shogun. Wir haben die Armee der Jäger ein zweites Mal geschlagen. Auf Japan, auf Shogun, auf die Oda und seine Verbündeten. Wollt ihr sie nicht verfolgen? Wir verfolgen sie. Oh. Großer Tage, mein Beileid. Ja, unser großartiger Daimyo ist tapfer in diesem Krieg gestorben. Nun ist Yoshitoshi Satake unser neuer Daimyo. Wir sind schon da, wo ist der ganze Rest? Ihr seid so schnell unterwegs, ihr müsst wissen, dass wir langsamere Truppen haben wie ihr. Das wäre eine Entschuldigung. Ich glaube, dass die Japaner das Telefon erfunden haben. Aber ich glaube, die Truppen der Jäger sind auch so gebrochen, ich denke, ihr werdet... Wir schlagen diese Schlacht gerade alleine! Unsere Truppen sind ebenfalls angekommen. Wunderbar, wunderbar. Hinterher. Wohin? Wir können die Truppen in Heilanabo besiegen. Können sie da in die Zange nehmen? Wir belagern weiter Myo-Gazan. Wir wollen berichten, dass wir nunmehr Amago euer Land befreit haben. Ah, sehr gut. Die letzten 1000 Mann, die wir aufgestellt haben, dort haben sie Eingreifer nicht besiegen können. Myo-Gazan ist gefallen. Wir müssen nur noch die Armeen vernichten und der Krieg ist gewonnen. Auf die Oda, auf Japan, auf Shogun. Apropos Shogun, dem würde ich gerne etwas sagen. Shogun Wakare no Kenryoku Omotomete Irushin Katachi Ominai To Sukona Orokomano Nizuginai. Hi. Gesundheit. Da ich leider nicht weiß, was du gesagt hast. Hi. Es ging, als hättest du beleidigt, aber... Hätte ich auch gedacht. So. Der Frieden wurde geschlossen. Frieden wurde gemacht. Da kann ja jeder mal sagen, was er bekommen hat. Wie viel Geld hat er bekommen? Ich habe 28 bekommen. Von den 160. 22. 23 Dukate. Ich habe, glaube ich, auch so um die 15 oder so. 21 Dukate. Ich habe 17 bekommen. Ihr seht jetzt im Norden. Hatekayama hat wohl ganz gut abgeschnitten in dem Krieg. Das ist einer der wenigen, denen wir Land geben können da oben. Also wenn Hatekayama unten ausgelöscht wird, wird er oben wieder neu aufgebaut. Schöne Provinz hat er gefunden. Ich hoffe, er schafft es auch, dieses zu verteidigen.
Selbstverständlich. Ja, aber jetzt allgemein spieltechnisch, ist es nicht blöd für unser Battle Royale? Nö, das geht, wir haben hier Schiffe, das geht. Manche haben Schiffe. Einige werden noch mehr haben, wenn ihr stärker seid, habt ihr auch mehr. Aber mit die Flotte noch da lassen, das muss auch wirklich zurückziehen können, gell? Nun haben auch drei weitere Land bekommen. Satake bedankt sich recht herzlich. Ich schicke nur die Kriegsschiffe zuerst zurück. Chiba bedankt sich auch. Nach Chiba. Was wir bekommen haben, das tut mir leid, nur das sind die einzigsten Nationen, die da oben fordern hätten dürfen. Nun, da Amago sehr viel geleistet hat, vielleicht wollte uns ein wenig Geld geben für unsere Verluste. Ja. Oder haben wir selber meine, ein bisschen Geld würde auch schon reichen. Die Shimazu würden eher darum bitten, dass vielleicht ein weiterer Krieg nach außen folgt gegen die Insel namens Ryukyu. Ihr wisst schon, dass dies ein Tributstaat der Ming ist. Nein. Doch. Das ist ja geklärt. Doch, sie sind ein Tributstaat der Ming. Der Kaiser sagt, wir müssen erst etwas Stärke wieder sammeln nach dem langen Krieg, um gegen die Ming zu bestehen. Ich wusste gar nicht, dass der Tenno Entscheidungen zu treffen hat. Also während des Krieges haben sich die Rekrutenreserven der Shimazu verdoppelt, so hoch war der Enthusiasmus. Ach, bei euch auch? Zeig nur, wie wenig ihr gekämpft habt, Feige. Nein, der Enthusiasmus des Krieges war so hoch, wir konnten gar nicht so viele Samurai rekrutieren. Nun, ich und Shiba haben die einzigen Transportschiffe noch dort. Ja, die Oda werden, glaube ich, nicht mehr nach Hause. Verwechselt mich nicht mit die Toki, glaube ich, auch nicht. Satake wird. Wir erwarten, dass alle Transportschiffe zurückgesendet werden, damit die Truppen aller Verbündeten rüberkommen. Das, glaube ich, hat eine spieltechnische Grund, weil das Exil-Truppen sind, glaube ich, oder? Natürlich helfen wir unseren Verbündeten Toki, ihre Truppen nach Hause zu schicken. Schickt mal bitte alle nach oben in den schwarzen Flaggen, ne? Das ist das Problem. Ja, deswegen brauche ich jetzt absichtlich ein Transportschiff. Also, wen kann ich jetzt überfallen? Der Shogun sagt, dass die Truppen des Shoguns werden natürlich, sollte jemand dort oben seine Truppen noch im Exil haben, die im Kampf sind, sollte der einen Angriff bekommen, dem sein Gegner werde ich als Shogun angreifen. Sein Land verteilen. Also solange jemand seine Truppen im Exil hat, ist er erstmal safe. Und ich lasse einfach 1000 Mann. Nein, das zählt nicht. Aber es sollten doch trotzdem Truppen zur Verteidigung gegen die aufbegehrenden Mandschuren dort gelassen werden, oder? Ja, wenn die jeweiligen Besitzer dies nicht tun, natürlich. Das vielleicht dort auch die Autonomie steigern. Leichter gesagt als getan bei einer anderen Kultur und anderen Religion. Ihr schafft das, sonst hätte ich euch doch kein Land gegeben. Ihr müsst sie konvertieren, zum wahren Glauben führen. Und zur wahren Kultur. Das war ein guter. Das Problem dort oben war natürlich die Verteilung. Die südlichen stehen natürlich genau wie ich eher auf Korea und auf Ryukyu. Ich will Ryukyu. Ryukyu? Nein. Armes Tuk-Tuk. Ja. Eine schiefe Falle. Das kostbare Korea geht an die Südjapan. Ja, in dem wird also verdient. Wir haben noch nicht die Flotte, um gegen Korea zu bestehen oder die Ming. Naja, wenn alle zusammenlegen. Glaube ich immer noch nicht drin. Die Korea ist stark, das wird immer unterschätzt. Also wenn der Shogun... Besonders wenn sie so eine Dynastie wie die Ming an der Macht haben. Der Shogun macht auch gerade mal ein Gold. Wir könnten doch mal die chinesischen Küsten abfahren und schauen, wie groß die Flotten sind. 18 Schiffe sehe ich da mindestens bei Korea. Wir fahren mal in das Meer von Bohai, direkt vor Beijing. Also die Oder und die Toki können meine Schiffe nicht betreten, also kann ich sie dann abziehen? Ja. Die Toki schicken wir schon nach Hause. Für unseren Transportschiff wiederfinden. Oh, da sind die angelandet. Da meine, wenn ich nur Haiti verbinde, hat mir es ein bisschen schwieriger. Die Toki scheinen mal nicht drüber, damit die Toki können kein Schiff machen. Ich glaube, die müssen sich auflösen. Ich werde transportiert. Die Toki transportieren wir ja. Okay. Hafen von Beijing. Wir verstehen nicht ganz, wie das funktioniert. Sobald die
Soldaten auf dem Schiff sind, wissen wir nicht mehr, wo sie sind, aber sie kommen dann irgendwann dann wieder raus. Kommen irgendwo in Japan wieder raus. Ja, aber es sind schon einige ausgefallen. Noch eine kurze Frage. Kann jemand noch die Schiffe von Satake nutzen zum Transport? Scheinbar nicht mehr. Toki muss selber. Toki vielleicht, oder? Nee, Toki muss selber. Oder und Toki müssen es selber machen. Die kommen bei dir nicht drüber. Weil wir sind ja verbündet, dann klappt das nicht. Ja, Takayama transportieren ja schon die Toki. Achso, also na gut. Dann fahren wir in unseren Heimathafen. So, aber wie das weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.